Heute. Global Just Recovery Gathering. So, hello and welcome. Also, hallo und willkommen beim ersten Global Just Recovery Gathering Panel, bei unserer ersten Podiumsdiskussion. Das ist absolut verbunden mit dieser Just Recovery for All, um dieses schlagkräftige Event hier zu starten. Ich bin Agi Hall und ich bin Global Campaigns Director bei 350 und es ist eine große Ehre, mit globalen Thinkern, mit globalen Denkern zu sprechen, wie wir sie heute bei uns haben. Also vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und bevor wir anfangen, möchte ich unsere Podiumsmitglieder vorstellen. Sehr prestigeträchtig. Wir haben Hakima Abbas aus Kenia. Sie ist von AVID die Direktorin. Das ist also diese Organisation in Kenia. Und sie ist auch global im Feminismus unterwegs und sie ist auch in der Führungsriege von einer anderen Organisation. Amitav Ghosh kommt aus New York zu uns. Das ist ein Autor, der viele Preise gewonnen hat. Er hat 2 Lifetime Achievement Awards und 4 Ehrendoktortitel, also sehr beeindruckend. 2019 hat das Foreign Policy Magazine, die Zeitschrift, ihn einen der wichtigsten globalen Denker des vorherigen Jahrzehnts gekürt. Naomi Klein kommt auch aus Kanada zu uns und die braucht keine große Einführung. Sie hat viele Preise gewonnen als Journalistin. Und sie ist New York Times Bestselling Autorin. Dominic Palmer kommt auch zu uns aus UK, aus Großbritannien. Er ist Organizer mit Fridays for Future International und Launch Coordinator für Private Life. Und sie ist in der Forbes 100 Leading UK Environmentalist List, also die Umweltaktivistenliste, da ist sie drauf. Vielen Dank, dass alle dabei sind also. Und als das 350-Team mich gebeten hat, Moderatorin zu sein für diese Podiumsdiskussion, war das eine Riesenfreude für mich und auch eine Ehre. Also fangen wir an mit unserem Gespräch zum Thema Just Recovery. Und das letzte Jahr also war ein echt schweres Jahr gewesen für Menschen in der ganzen Welt. Das tödliche Virus kam, mussten wir zu Hause bleiben, waren wir nicht mehr in der Lage, Organizing zu machen, zu organisieren also und Aktivismus zu machen, wie wir das zuvor gemacht haben. Und wir konnten noch nicht mal unsere Lieben treffen, unsere Familienangehörigen. Heute sprechen wir also drüber, wie diese Just Recovery, diese gerechte Erholung, was dazu notwendig ist, nicht nur mit der Covid-Krise, sondern auch, wie wir die Gelegenheit nutzen können, um diese Erholung der Wirtschaft nutzen können, um die wirtschaftliche und die Umweltkrise und auch die Klimakrise zu überwinden. Also darüber möchten wir auch sprechen. Fangen wir an, Naomi. Ich möchte anfangen mit dir. Und ich habe dein Buch gelesen, How to Change Everything, wie man alles verändert also. Und da geht es wirklich darum, wie junge Leute in Aktion treten können beim Thema Klimawandel. Und wie, denkst du, hat dieser Moment der globalen Pandemie die Arbeit verändert, die die Bewegungen machen müssen? Und wie verändert das das, was wir die Regierung auch bei den Regierungen auch anfragen müssen, was unsere Bitten sind, unsere Asks an die Regierung. Also erst muss ich sagen, es ist eine tolle Ehre, eine tolle Freude, hier zu sein und was zu hören von diesen tollen Denkern und Machern. Das ist eine Riesenfrage, die da gestellt wurde gerade. Aber ich denke, woran ich dann denke bei dieser Frage, was mir da einfällt, ist also etwas, was dieser Science-Fiction-Writer Sam Robinson, was der geschrieben hat, am Anfang der Pandemie, der hat gesagt, wir sind jetzt off-script, also wir sind nicht mehr im Drehbuch dabei. Das heißt also, es fühlt sich so an, als ob wir alle unseren Science-Fiction-Roman gemeinsam verfassen, schreiben gerade. Und ich denke, da ist was Befreiendes, wenn man sich das so vorstellt. Und zwar im folgenden Sinne. Wir, Dinge haben sich so schnell verändert. Nicht auf eine Art und Weise, wie wir das gerne gehabt hätten, aber alle auf diesem Planeten haben jetzt diese physische Erfahrung gemacht, dieser schnellen Transformation. Und was da passiert, wenn wir also Veränderung haben möchten, auf dieser Ebene der Krise, also das größte Problem, das größte Hindernis dabei, ist nicht das, was wir vor 5 Jahren gegen was wir ankämpfen müssen, also zum Beispiel das Argument, nein, wir können das mit technischen Korrekturen korrigieren. Das ist einfach so, das geht nicht, das ist, was ich Doom-Misse nenne, also dass alles irgendwie zum Untergang führt und dass es einfach nicht geht. Ich hoffe aber, dass wir vielleicht ein bisschen festhalten können an dieser Erfahrung und wie schnell sich die Dinge verändert haben
Und nicht, dass sie sich alle auf die richtige Art und Weise verändert haben, wie wir das gewollt hätten, wie wir das gewünscht hätten. Aber wir haben gesehen, dass Veränderungen in der Gesellschaft schnell passieren können in unserem Leben. Und dann können wir doch sagen, hey, wie können wir diese Veränderung jetzt zielgerichtet gestalten? Wir brauchen natürlich wirtschaftliche Konjunkturprogramme, Stimulus, wir brauchen Aktion im großen Maßstab. Und das erkennen jetzt auch viele neoliberalen Wirtschaftswissenschaftler an. Ökonomen erkennen das mittlerweile an. Und Covid ist ein diagnostisches Instrument gewesen, sozusagen. Hat uns gezeigt, was alles kaputt ist, wer alles ausgeschlossen ist, welche Ungerechtigkeiten es gibt, welche Ungleichheit es gibt. Und all das wurde natürlich verstärkt von Covid. Wir wurden irgendwie vor Covid, die vor Covid schon nicht geachtet wurden, die wurden danach wirklich missachtet. Und das beginnt alles mit der Tatsache, mit den Sachen, die Covid irgendwie freigelegt, enthüllt hat und welche Botschaft uns das also schickt. Ja, und was du sagst hier, diese schnelle Veränderung, rapide Veränderungen in diesen letzten Monaten, ja, sehr rapide Veränderungen hat es gegeben, stimmt absolut, und Dinge werden sich noch weiter verändern, und zwar schnell. Das geht, das sehen wir jetzt. Also vielen Dank für dieses Statement. Dominique, das freut mich auch, ist heute bei uns. Und Dominique, ich würde gern hören von dir als junge Person, welche Veränderungen du denkst, dass notwendig ist, gerade für die jungen Menschen. Ich weiß, du hast zuvor gesagt, junge Menschen werden besonders betroffen von diesen Gesundheits- und wirtschaftlichen und Klimakrisen, die alle verzahnt sind miteinander. Also was muss gemacht werden, um die jungen Leute zu unterstützen? Ja, also erstmal, es ist mir eine Freude, bei dieser Podiumsdiskussion dabei zu sein, auf diesem Panel. Es sind unglaubliche Leute hier dabei. Und als junger Person, da gibt es so viel, was wir fordern, sodass wir unterstützt werden können und unsere Zukunft in dieser Krise. Wir sehen, dass alles vernetzt ist. Diese Krise passiert also in bestimmten Communities, wo junge Menschen aus der ganzen Welt natürlich auch dabei sind und betroffen sind. Und für unsere Generation ist das natürlich ein Riesenproblem. Und diese verzahnten Probleme, wie zum Beispiel Gesundheit. Ich bin aufgewachsen in einem sehr verschmutzten Gebiet in London. Und die Ungleichheit dort ist wirklich offensichtlich, gerade im ganzen Vereinigten Königreich, wo People of Color wahrscheinlich in diesen Gebieten leben, die am verschmutztesten sind. Also die Luft, die wir einatmen, ist bedroht. Und das verstärkt sich für unsere Generation und die nächste durch diese Krise. Luftverschmutzung ist nur ein Faktor, der signifikanterweise die Gesundheit beeinflusst. Und das ist total vernetzt mit dieser Krise. Diese Krise bedroht unsere Leben, das Wasser, unseren Lebensunterhalt. Und das alles wirkt sich eh schon auf verschiedene Gemeinschaften nicht proportional aus und verstärkt Probleme wie zum Beispiel Armut. Wir wissen auch, dass diese Krise auch Schaden verursacht bei Katastrophen, Naturkatastrophen zum Beispiel. Und dann gibt es Klimaflüchtlinge und Menschen in verwundbaren Positionen. Und all diese Dinge gehen weiter. Diese verzahnten, vernetzten Themen werden alle verstärkt und verschlimmert, wenn wir in der Klimakrise keine Aktion ergreifen, keine Handlung ergreifen. Und das wird auch gar nicht so oft, es hat auch psychologische Auswirkungen, das wird gar nicht so oft besprochen. Das ist also diese Eco-Anxiety, also eine Öko-Angst sozusagen, eine Umweltangst, haben viele Leute, junge Leute heute auch. Also von einer sozialen und wirtschaftlichen Perspektive, der Gerechtigkeitsperspektive heraus kann sein, dass Arbeiter zurückgelassen werden, abgehängt werden. Wir brauchen also einen gerechten Übergang, der die Menschen und den Planeten schützt. Und als junge Menschen verlangen wir konkrete Aktionspläne, wo es auch Umweltgerechtigkeit gibt und die Zukunft, die ich so sehe, wo meine Generation und die nächste geschützt sind. Das ist eine Zukunft, wo es echte Umweltgerechtigkeit gibt, im Kern, im Herzen des Ganzen. Alle Menschen haben ein Recht auf eine gesunde Umwelt, saubere Luft, Boden, Wasser, Nahrung. Ohne das alles gibt es kein solides Fundament, auf dem man aufbauen kann. Also muss die Politik basiert sein auf Klimagerechtigkeit, wo die vernetzten Aspekte der Krise hier mit eingebaut werden, sodass es soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit gibt. Für die Zukunft müssen wir uns so organisieren, dass wir uns schützen, dass wir marginale Communities schützen und Arbeiter schützen und wo das Wohlsein der Menschen und der natürlichen Welt geschützt wird, sodass diese ökologische Zerstörung für den Profit beendet wird. Junge Menschen müssen beinhaltet werden bei der Entscheidungsfindung in diesen Bereichen.
Wir brauchen also Klimavorbereitungen für die, die unterstützt werden müssen. Und wir brauchen eine Situation, wo die Regierung auch verklagt werden kann, wenn sie die Umwelt zerstören, und angeklagt werden können. Und indigene Communities müssen auch geschützt werden, respektiert werden. Das ist der Schlüssel zum Schutz unserer Umwelt. Und gerade in Großbritannien mit der Teach the Future-Kampagne brauchen wir also eine Ausbildung, eine Bildung für die Zukunft, wo die Realität der Krise auch den jungen Menschen vermittelt wird, sodass diese verzahnten Themen auch, die da eine Rolle spielen, mit eingebunden werden. Also es ist fantastisch, Dominik. Und was du da ansprichst, dieses Bedürfnis für Inklusion, die Klimakrise, braucht jeden. Alle müssen mithelfen, um sie zu lösen. Und diese marginalisierten Communities, die müssen auch angepackt werden. Und wir brauchen Lösungen auf dem Tisch für die Klimakrise. Amitav, jetzt möchte ich mit dir weitermachen. Und eines der Dinge, was uns Probleme vielleicht bereiten kann, ist, wenn wir versuchen, also ein klares Bild zu zeichnen von dieser Welt. Eine Welt, die wir haben möchten, die anders ist als die Welt, in der wir gerade leben. Es ist also sehr schwer, die öffentliche Aufmerksamkeit zu erhaschen, inklusiv und sehr breit aufgestellt hier. Daran können wir gemeinsam arbeiten. Aber als Autor und ganz toller Autor auch, als Schreiber, hast du da vielleicht ein paar Tipps für die Leute, wie wir am besten also visualisieren können und kommunizieren können, wie eine Just Recovery aussehen kann. Eine gerechte Überwindung der Corona-Krise und welche Pfade, welche Wege es gibt dahin. Also gut, erstmal möchte ich sagen, es ist eine große Freude, hier zu sein, bei dieser Podiumsdiskussion dabei zu sein mit euch allen. Es ist total interessant, einfach hier auch zuzuhören, was hier gesagt wurde schon. Und ich denke, es ist ganz wichtig, was Dominik gesagt hat auch. Also ich denke, dass es irgendwie eine Alternative geben wird. Also die Alternative kann sehr schwierig sein, sich die vorzustellen, wie schon gesagt wurde. Wir sind ein bisschen verfangen hier, gefangen in dieser Beschleunigung sozusagen. Aber was ich dazu sagen wollte, eine der Lektionen unserer Zeit ist, dass Aktivismus funktioniert. Wenn man sich das mal überlegt. Es wird alles Mögliche gemacht hier, im Amazonas zum Beispiel, wird alles gemacht von den Brasilianern da, Monokultur und alles, die möchten den Amazonas im Endeffekt fertig machen. Rinderzucht und alles. Also Bolsonaro, der ist da voll dabei, aber der kann das nicht machen. Die haben ein gutes regulatorisches System seit den 80er Jahren schon und darum kann er nicht alles machen, was er möchte. Und es gibt auch Aktivisten, die sich dagegen wehren. In Amerika, USA ist es ähnlich. Trump hat versucht, viele Regularien hier abzuschaffen, aber er war nicht erfolgreich bei allem. 350.org hat da eine große Rolle gespielt übrigens, das zu verhindern. Unternehmen und Investoren abzuhalten davon, hier diese Gelegenheiten zu nutzen, die Trump für sie schaffen wollte. Das sind wichtige Lektionen, an die wir uns immer erinnern müssen. Das Wichtigste aber ist, in diesem Moment, dass es absolut notwendig ist, dass wir alle Alternativen uns vorstellen, alternative Wege des Lebens. Das ist wirklich die Herausforderung. Und dann Aktivismus der letzten 8 bis 10 Jahre, war sehr inspirierend für mich. Und ich möchte den jungen Leuten hier sagen, das ist ihr Verdienst. Diese Occupy-Standorte habe ich viele besucht auch zum Beispiel. Was die versucht haben, war es, ein anderes Leben hier irgendwie zu leben. Die sind in Hütten untergekommen, haben Sachen geteilt miteinander, haben verschiedene Protokolle mit der Interaktion miteinander hier erfunden. Das No-DPL-Movement, ich weiß, Naomi war dabei und eine interessante Sache, die versucht haben, war es, hier zu demonstrieren, dass es eine andere Lebensweise gibt. Es war nicht einfach nur ein normaler Protest, die haben da auch was performt, die haben eine Performance aufgelegt, eine Performance einer anderen Lebensweise. Und das sehe ich bei vielen Protesten mit XA, Writers Rebel und so weiter. Da gibt es auch so ein Performance-Aspekt dabei, dass man sich verschiedene Weisen des Lebens auch vorstellt. Das ist wirklich interessant und auch hilfreich. Und das gibt uns was ein bisschen was zum Nachdenken drüber. Und wenn wir uns vorstellen, wie Just Recovery in der neuen Welt aussehen kann, Aktivismus ist wirklich inspirierend und verschafft uns Hoffnung.
Und das passiert wirklich überall in der Welt. Wir brauchen also auch Action, Aktion bei verschiedenen Themen, um zu dieser Just Recovery zu kommen. Alle möglichen Arten von Gerechtigkeit braucht es, alle möglichen Aktionsarten. Und es hat gerade letztens jemand gesagt, wir müssen versuchen, hier Handlungen zu ergreifen, sodass es eine neue Gerechtigkeit gibt, dass eine neue Gerechtigkeit eingeleitet wird. Und dazu braucht man auch Vorstellungskraft. Und muss sich das ein bisschen so vorstellen können auch. Also Hakim, ich wollte dich was fragen, nämlich wenn wir uns diese ganzen verschiedenen Arten der Gerechtigkeit hier so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Also ein wichtiger Bereich sind natürlich Rechte für Frauen und Gendergerechtigkeit. Wurden die Frauenrechte zur Seite gedrückt hier in diesen Gesprächen zur Erholung der Wirtschaft? Wird das irgendwie ein bisschen zur Seite gedrückt? Oder kann man da was machen, um die Frauenrechte besser zu unterstützen als Teil unseres Campaignings für Just Recovery? Vielen Dank für diese Frage. Ich möchte anfangen, indem Hikile Tsangasi, also verschiedene Namen werden hier genannt, und viele andere Frauen auch. Also die Namen konnte der Dolmetscher nicht verstehen, aber viele Frauen waren dabei, die sich wirklich engagiert haben. Und damit wollte ich anfangen, weil es wichtig ist, dass wir immer dran denken, dass dieser Kampf nicht abstrakt geführt wird. Die Menschen bezahlen mit ihrem Leben, gerade schwarze und indigene Frauen. Ich weiß also, dass Just Recovery einen Tiefgang braucht. Also wir müssen nicht nur einfach erholen von der Pandemie, sondern im Endeffekt auch von diesem Raub des Wohlstands, von die Top 1%, also von den 1% Leuten, die haben gestohlen von uns. Und das ist ein weiteres Problem. Das hat verschiedene Governance-Methoden erschaffen und Arbeitssysteme und Praktiken und Beziehungen, die zwangsbasiert sind. Und für mich geht es darum, die Landbauerinnen in Afrika hier zum Beispiel als Vorbild zu herzunehmen, die sich gegenseitig helfen während der Pandemie, die ihre Samen teilen, die sie aufbewahrt hatten. We are the solution ist ein afrikanischer Ausdruck. Also we are the solution, wir sind die Lösung. Also die möchten sich einbringen, um den Planeten zu retten vor dieser Katastrophe der Industrie, der industriellen Bedrohung. Also diese Frauen in dieser Erholung der Wirtschaft, in dieser Recovery, da geht es um diese feministische wirtschaftliche Recovery. Davon sprechen wir, denn in der ganzen Welt gibt es hier also den Einfluss von Transleuten auch und Non-Binary-Menschen. Es geht darum, politisch ein bisschen das Gespräch zu verlagern. Und damit können wir auch die Nachfrage selber verändern. Während dieser Pandemie zum Beispiel haben wir alle gesehen, wie zentral es ist, dass es also einen Pflegebereich gibt für die Gesellschaften. Und wie stark unsere Gesellschaften sich auf den Pflegebereich verlassen. Und während dieser Pandemie haben wir gesehen, dass also auch die Pflegelast stark angestiegen ist. Wenn wir uns also vorstellen können, eine Wirtschaft, die zentriert ist um Care, um das Konzept Pflege anstatt Produktion, dann wäre das eine ganz andere Logik. Dann wäre das transformativ und könnte kulturell eine große Wende einläuten. Dazu braucht es also öffentliche Systeme, öffentliche Pflegesysteme. Da muss man erkennen, dass das also ein Asset ist, ein Wertgegenstand für die Gemeinschaft. Und es muss viel mehr Aufmerksamkeit gerichtet werden auf diese Art und Weise, wie auch Gender hier einen Einfluss hat auf diese verschiedenen Krisen. Ein Beispiel geht es um die Also es geht um Schulden und Schuldenerlass. Und in Afrika ist das natürlich wichtig. Damit können wir öffentliche Dienste auch finanzieren. Und diese Schulden haben aber auch eine ganz schlimme und nicht proportionale Auswirkung auf die Frauen in der Gesellschaft. Also müssen wir in diesem Bereich auch arbeiten. Und Dominik hat das schon erwähnt. Da müssen wir strukturell arbeiten, um am Ende hier diesen Schaden durch die Zerstörung von Wohlstand hier auszugleichen. Also Pflege ist zentral, wichtiger als Produktion. Das hat mir gut gefallen, was du da gesagt hast und dass das wichtig ist und war und dass da mehr draus gemacht werden muss.
Also wir haben über Lösungen ein bisschen gesprochen und darüber, was notwendig ist. Und es ist großartig, hier diese Einblicke zu hören von euch. Aber legen wir einen anderen Gang ein hier von diesen Lösungen. Also echte Lösungen hin. Für die Just Recovery möchte ich jetzt mal wissen, was ihr von falschen Lösungen haltet, also False Solutions. Also das sehen wir immer wieder. Es gibt also Missinformationen, die wir bekämpfen ständig, und das sehe ich das immer wieder. Also es gibt viele False Solutions, falsche Lösungen, die es da draußen gibt. Naomi, welche Bedrohungen gibt es da deiner Meinung nach bei diesen falschen Lösungen, wenn die uns vorgeschlagen werden in diesem Moment, also wenn wir falsche Lösungen hören? Ich stelle mir das als Herausforderung vor. Also keine Bedrohung. Ja, es ist eine Bedrohung, klar, aber diese falschen Lösungen sind eine Bedrohung. Aber es ist dann eine größere Bedrohung, wenn unsere Bewegung es nicht schafft, so ambitioniert zu sein, wie notwendig ist, und so viel Platz einzunehmen, wie wir einnehmen müssen. Und wenn wir unsere Lösungen nicht auf die Agenda setzen und eine Verbindung herstellen mit Menschen, und noch wichtiger, also noch größer als einfach nur ein Protest in den Städten, auf der subnationalen Ebene, in den Gemeinden, sodass die Leute wirklich die Tatsache ausleben können, was eine gerechte Transition auch ist, wie zentral das ist für die Klimakrise. Es geht nicht einfach nur darum, eine bessere Zukunft zu haben, wie so eine Apokalypse zu vermeiden. Nein, es muss besser sein wie Dienstag. Also es muss greifbare Verbesserungen geben. Das tägliche Leben muss sich greifbar verbessern mit öffentlichem Nahverkehr, der kostenlos ist, mit community-basierten öffentlichen Wohnprojekten zum Beispiel. Also den Menschen diese Erlebnisse zu verschaffen, sodass man sagt, keine Angst haben vor diesen Dingen. Denn von der die Industrie des fossilen Treibstoffs, also Fossil Fuel Industrie, die haben uns immer wieder Sachen erzählt. Also wenn es keine fossilen Brennstoffe mehr gibt, sagen die, ist das Leben schlimm. Aber da müssen wir ankämpfen dagegen. Und wenn wir da das nicht schaffen, dann gibt es diese ganzen technologischen Lösungen, das Bill Gates Modell, all das kann dann diesen Platz einnehmen und kann dann die Panik und die Angst der Menschen verstärken. Also dieses Hacking the Sun, das Hacken der Sonne, das ist doch keine ansprechendere Lösung als Community-Energiedemokratie, Wohnprojekte, Lösungen auf lokaler Ebene, indigen angeführte Lösungen, Milliarden von Bäumen anpflanzen, Dinge dieser Art. Das ist eine wunderschöne Zukunft, von der wir sprechen. Das ist eine bessere Zukunft als die Gegenwart. Und diese Bedrohungen, also die sind echt. Aber ich finde, dass die von unserem Scheitern, von unserem Mangel an Ehrgeiz, dass die sich davon nähren und dass sie dadurch wachsen. Also alle mit ein bisschen Ausblick. Die möchten nicht die mit der Sonne da rummachen. Das ist eine furchtbare Vision, Hacking the Sun. Also Quatsch. Aber was Hakima gesagt hat, da möchte ich weitermachen und sagen, ja, es ist wichtig, in diesem Moment, wo die Menschen endlich erkennen, das ist so, also Low-Carbon-Arbeit. Also ein grüner Job ist nicht einfach nur ein Typ, der eine Solarpaneele montiert, sondern es ist wichtig, dass die Energie von grünen Quellen kommt. Aber mehr noch ist es, dass wir Dinge verschieden auch anders wertschätzen und einschätzen und dass wir glücklicher, potenziell glücklicher und schöner leben. Und was Dobinitz sagte, diese Krise der mentalen Gesundheit. Also die Menschen sind nicht glücklich in dieser Krise. Und in diesem Moment, wo es eine sehr lebhafte Erinnerung noch gibt, also auch an das, was wir vermisst haben und was wir nicht vermisst haben in dieser Zeit, das dürfen wir uns nicht entgleiten lassen, wenn das Normale jetzt wieder zurückkommt und zurückbraust. Die Leute haben das Shopping nicht vermisst. Sie haben sich vermisst. Das Feiern gemeinsam haben sie vermisst, das Zusammentreffen. Und in der Zukunft, von der wir sprechen, da kriegen die Leute so viel von den Dingen, die sie am meisten vermissen. Und ja, ich finde schon, dass wir ein kurzes Zeitfenster hier haben, das sich geöffnet hat, bevor dieser Zug dann wieder zurückbraust, dieser Zug, der da Normalität heißt, bis er wieder kommt und uns wieder überfährt. Also gibt es ein kurzes Zeitfenster, eine kurze Gelegenheit hier, wo wir diese Learnings hier nutzen können, aus diesem sehr harten Jahr.
Das gefällt mir gut, dieser Zug der Normalität, dass der wieder zurückbraust. Das gefällt mir gut, dieses Bild. Und das wird wahrscheinlich bald passieren. Aber ich verstehe, was du sagst hier. Zu diesen harten Kompromissen und Lösungen. Möchten wir die wirklich haben? Nein. Und Amitav, ich weiß, du hast zuvor auch schon gemacht, ich habe meine Research gemacht, ich habe das nachgeforscht. Also, einen Expertendiskurs von Wissenschaftlern, so nennst du das. Und da kommen diese geschäftsfreundlichen, nachhaltigen Entwicklungen dazu. Da gehören aber auch viele falsche Lösungen dazu. Gleiche Frage also für dich. Welche Herausforderungen gibt es da bei diesen falschen Lösungen, false solutions? Welche Herausforderung ist das für uns und für die Klimabewegung und für andere Bewegungen zu dieser Zeit? Ja, weißt du was? Ich denke wirklich, dass es ein Problem gewesen ist, auch für diesen Klimadiskurs. Nämlich, dass es aus einer sehr engstirnigen Sphäre stammt. Also alles, was Technologielösungen sind hier zum Thema Klima, kommt von der westlichen Universitäten, Denkfabriken. Und in diesem Diskurs gibt es wirklich nur ganz wenige Inder, Asiaten, Afrikaner, Stimmen aus diesen Bereichen. Ganz wenige Stimmen werden da gehört aus diesen Regionen. Das ist im Endeffekt ein Desaster für die Klimabewegung an sich. Warum ist die Stimme der Frau, die 5 Meilen, 8 Kilometer laufen muss, um Wasser zu holen, warum wird diese Stimme nicht klarer gehört? Warum sind es immer die verschiedenen Zahlen und Gleichungen und was auch immer? Also ich denke, die Tatsache, dass dieser ganze Diskurs hier mit so viel Expertise auch bestückt ist, das schüchtert die Leute ein. Da bleiben sie weg, hält sie fern, die Leute. Junge Leute, die sind eingeschüchtert, die haben keinen Zugang zu dieser Art Expertise. Und das hält sie ab davon, da mitzumachen, sich zu engagieren. Also ist es sehr wichtig, diesen Diskurs hier weiterzuführen, mit weiteren Stimmen aber, die reingebracht werden müssen. Graswurzelperspektive. Asiatische und afrikanische Landwirte und Fischer, die haben schon eine Stimme, denn die sind sehr beeinträchtigt von diesem sich verändernden Klima. Das ist keine Überraschung für die, die wissen, was da abgeht. Also ist es sehr wichtig, diese Stimmen zu reintegrieren in diesen Diskurs. Einer der Gründe nämlich, warum dieser Diskurs so ist, dass es also Regierungen einfach ignorieren können, ist einfach, weil nicht viele Menschen mobilisiert werden. Aber selbst dann, eine der falschen Lösungen, die es da gibt, da gibt es ein gutes Beispiel des Ganzen hier da drin. Dieses konstante Greenwashing. Was kann ich da sagen? Also dieses Greenwashing, immer wieder hört man das von den Staaten, von den Regierungen. Und gleichzeitig bauen sie Regularien ab. Vorherige Regierungen hatten ein bisschen so Common Sense, dass man zum Beispiel am Ufer 100 Meter da nichts bauen kann und so. Und jetzt ist das wieder anders, zum Teil. Und dann gibt es die UN zum Beispiel, diese Organisationen, und die loben die auch noch für solche Sachen. Das ist ehrlich gesagt unglaublich für mich. Junge Klimaaktivisten werden eingesperrt. Habt ihr bestimmt gesehen, dass die eingesperrt werden? Es wurde auch ein Beispiel genannt, konnte der Dolmetscher nicht verstehen, wie der Name heißt, eines Klimaaktivisten, der eingesperrt wurde. Aber ich möchte noch was hinzufügen hier, ja? Und ich wollte dich gerade einladen, Dominik. Also bitte melde dich und sag was dazu, ja? Ich möchte einfach darauf aufbauen, auf dem, was gerade gesagt wurde hier. Die Tatsache, dass die Lösungen immer schon da waren. Und die von uns im globalen Süden. Wir haben viele dieser Lösungen, die ich erwähnt habe, zum Beispiel die weiblichen Landwirte in Afrika. Oder Tina. Die gesagt hat, es gibt keine Alternative zum Kapitalismus und so weiter. Aber im Kontext von Afrika, wo ich lebe, sind 80% der Jobs in der informellen Wirtschaft. Man verlässt sich um diese sogenannte Informal Economy, die informelle Wirtschaft. Und das ist nicht die dominante Wirtschaft. Die dominante Wirtschaft wird von ein paar wenigen Leuten kontrolliert, die obszön Geld verdienen.
sehr koloniale Einstellung da, wo alles monetisiert werden muss und alles mit Geld zu tun haben muss. Aber fast alle Leute sind irgendwie Händler oder in ihrer Gemeinschaft im Handel engagiert. Und da gibt es diese Alternative. Diese Alternative leben wir jeden Tag. Die gibt es also schon. Wenn wir das nicht machen würden, würden wir nämlich gar nicht überleben in dieser dominanten Wirtschaft. Und die Wirtschaft der Menschen, the people's economy, hat eine eigene Logik. Sozial, kulturell, politische Logik dieser Communities, die da involviert sind. Und obwohl das... Es gibt hier wichtige Samen von dem, was hier erblühen kann, wenn es um Solidarität geht. Kooperation, Kollaboration, das taucht hier auf in diesem Bereich. Also müssen wir Tina beerdigen. Wir brauchen eine Beerdigung für Tina. Wir müssen diesen Mythos wirklich zerschlagen. Unsere Kulturarbeiter, wie schon gesagt wurde vorher, diese Community-Arbeiter, die schreiben unsere Realität in die Geschichtsbücher rein und die helfen uns, unsere Freiheit wieder zu erlangen. Tony Cabe Bambara, ein Autor aus Afrika, der in Amerika auch ist, der hat gesagt, meine Aufgabe ist es, Revolution unwiderstehlich zu machen. Und ich denke, das zeigt, wie zentral die kulturelle Arbeit ist. Definitiv. Was hier gesagt wurde, möchte ich auch unterstreichen. Diese Bewegung aktuell und die Expertise, die dann nicht da ist und die Leute irgendwie fernhält, ausschließt. Das ist fast so, dass den Leuten irgendwie so dargestellt wird, dass sie nichts anzubieten haben. Das ist fast so wie so ein Gatekeeper, wie so ein Wächter an der Tür, der die Leute fernhält. Das muss aber beendet werden, denn die die Macht haben, die möchten das System so beibehalten, wie es ist. Die möchten keine neuen Perspektiven reinbringen, die möchten keine radikalen Gedanken reinbringen, die möchten nicht, dass es Veränderung gibt. Also diese Graswurzelbewegung aufzubauen, ist absolut wichtig. Diese verschiedenen Perspektiven müssen reinkommen, wenn es um Lösungen geht und wenn es um eine Just Recovery geht. Und diese falschen Lösungen, die sind immer sehr eng in diesen westlichen Schubladen drin, wie schon erwähnt wurde. Das ist total lachhaft, zu denken, dass wir diese Krise so lösen, auf die gleiche Art und Weise lösen können, wie wir reingekommen sind. Also Just Recovery muss ganz neu das Ganze gestalten, ganz neu. Also Greenwashing ist furchtbar, ist totale Täuschung. Und das ist eine der größten Herausforderungen, die wir wirklich überwinden müssen. Denn eine der Wege, wie wir überhaupt für Just Recovery hier pushen, ist es, indem wir Mobilisierung haben, mehr Leute reinbringen und diese Perspektiven reinbringen aus dieser Graswurzelbewegung und Menschen mobilisieren. Dazu müssen wir das Potenzial nutzen, das schon da ist. Wir müssen die Tatsache nutzen, dass Menschen das möchten, aber noch nicht angekommen sind. Die wissen nicht, wie die vernetzten Aspekte der Krise sind und die Leute verfallen dann diesem Greenwashing und den Lügen, die man ihnen füttert. Fangen sie an, das zu glauben. Es ist also ganz wichtig, wenn wir uns fokussieren auf unsere Bewegung, auf die Mobilisierung, dass wir wirklich pushen in der Richtung und da wirklich drauf drängen und dieses Gatekeeping ein bisschen überwinden und das Ganze inklusiv gestalten. Denn wenn es keine Inklusion gibt, dann wird diese Krise nicht gelöst. Wir müssen diese Barriere überwinden, diese Barriere des Versuchs, das aktuelle System, so wie es ist, aufrechtzuerhalten. Vielen Dank für dieses reichhaltige Gespräch zu den falschen Lösungen, zu den False Solutions. Ich würde mir echt wünschen, dass wir mehr Zeit hätten. Das ist nämlich ein tolles Gespräch hier in dieser Podiumsdiskussion. Wir müssen aber zum Ende kommen, bald. Also habe ich nur noch eine letzte Frage. Und das ist also so eine Blitzrunde jetzt mal. Könnt ihr also einfach euch melden, wenn ihr was sagen möchtet. Und meine letzte Frage also ist, die Pandemie hat natürlich auf verschiedene Arten und Weisen ganz große Schwierigkeiten für die Menschen in der ganzen Welt verursacht. War sehr schwer. Aber welche Botschaft der Hoffnung möchtet ihr teilen mit allen, die zuschauen jetzt hier bei diesem Just Recovery Gathering und darüber hinaus? Also Dominik, möchtest du anfangen? Welche Hoffnungsbotschaft gibt es? Meine Botschaft also, was ich möchte, dass die Leute hier mitnehmen, wenn sie sich das anschauen hier. Wir haben also eine sehr schwierige Zeit durchgemacht.
Aber es gibt auch Hoffnung bei dem, was passiert ist. Und wie zuvor schon gesagt, es hat wirklich enthüllt, wie die Gesellschaft gestrickt ist und welche ungleichen Grundlagen es auch gibt. Und für eine bessere Zukunft müssen wir uns vereinen. Und jetzt ist wirklich die Zeit für einen gemeinsamen Kampf für die Befreiung. Eine andere Welt ist möglich, solange wir handeln, solange wir zusammenkommen, den Schulterschluss üben. Die Macht der Menschen ist echt gewaltig. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Die Bewegungen sind nicht einfach nur eine Sache der Geschichte. Das ist nicht was passiert ist in der Vergangenheit. Das geht weiter, das geht heute weiter, das gibt's heute. Und als Menschen haben wir alle eine unglaubliche Macht, wenn wir uns vereinen. Wenn wir wirklich nach vorne schreiten und kollektiv handeln. Immer dran denken, wir haben Power, wir haben Macht als Menschen. Und jetzt ist die Zeit. Die Zeit ist jetzt. Eine Sache, die ich noch sagen würde, hier ist eine hoffnungsfrohe Botschaft vielleicht, ist, dass wir zwar gegen große, große Kräfte ankämpfen müssen und es auch eine sehr, sehr strenge Deadline haben hier, bevor die Dinge wirklich außer Rand und Band geraten. Also haben wir nicht mehr lange Zeit. Die Deadline ist bald. Aber trotzdem ist es schon gut, wenn man sich daran erinnert, dass die Dinge sich schnell verändern, von einer Bewegungsperspektive heraus, auch von den Bewegungen her gesehen. Also This Changes Everything, das kam 2014 raus, dieses Buch. Und da ging es wirklich darum, dass man hier gemeinsam von der Wurzel heraus gemeinsam arbeitet und Aktivismus betreibt. Und dass wir auf diese Krise reagieren also, indem wir auf der Arbeit aufbauen, die aus dem globalen Süden kam. Bolivien, Nigeria und da ging es um Reparations, einen Marshallplan für die Erde, all diese möglichen Dinge. Das wurde 2014 also behandelt, als ob es total verrückt war. Im Mainstream wurde das also irgendwie schon belacht, belächelt. Und da konnte ich mir eine Fridays for Future-Bewegung gar nicht vorstellen, eine Sunrise-Bewegung konnte ich mir gar nicht vorstellen, Alexandra Ocasio-Cortez konnte ich mir nicht vorstellen und ihr Squad, also auch selbst diese Bernie Sanders-Kampagne konnte man sich schwer vorstellen, vor nur wenigen Jahren. Also immer dran denken, wir verändern uns auch. Und das ist nie schnell genug. Wir müssen also zusammenkommen. Wir müssen die Kurve kriegen. Und Teil des Ganzen ist die Generation von Dominic, dass die so klar sagen, wir sind nicht bereit, diese Silos zu akzeptieren, diese Compartmentalization auf Englisch, also diese Einteilung in verschiedene Rubriken und Schubladen, das akzeptieren wir nicht. Wir möchten eine Antwort haben, die dem Maßstab der Krise gerecht wird, sagen die jungen Leute. Und ich ziehe Hoffnung daraus, dass Hollywood das alles falsch dargestellt hat, diese Vision der Zukunft, wo alles irgendwie zerfällt, die Leute aus dem Haus rauskommen, um die Gehirne von den anderen Menschen zu essen. Diese Zombie-Filme, das ist der Plot dieser Filme. Die Leute kommen raus und essen sich gegenseitig. Aber stattdessen kamen die Leute aus dieser Pandemie raus und haben Black Lives Matters Demonstrationen mitgemacht und sind aufgestanden für Leute, die sie gar nicht kennen. Vielleicht sind wir als Menschen also gar nicht so böse, wie man es uns einreden wollte, aus Hollywood auch. Und vielleicht gibt es da noch ein bisschen Hoffnung, wenn ich das so sage. Wenn ich noch mal was hinzufügen darf, und gerade wenn es um diese Punkte geht, die Hakima gemacht hat. Die Pandemie hat in der Tat ein paar hoffnungsvolle Zeichen uns auch gezeigt. Eines der Probleme der Welt aus der Vergangenheit war diese unglaubliche Art des Denkens irgendwie, wo es immer um Fortschritt geht, der auf eine bestimmte Art und Weise definiert wurde, wo manche Leute als fortschrittlich dargestellt wurden und andere wiederum als das Gegenteil. Aber einige der schlimmsten Ergebnisse in der Pandemie kamen aus diesen sogenannten fortschrittlichen Ländern. Aber einige der besten Ergebnisse gab es in Afrika und Asien. Senegal zum Beispiel hat bewiesen, dass sie Weltführer bei der öffentlichen Gesundheit sind. Und Sierra Leone genauso. Einer der Gründe dafür ist, sind diese Graswurzelansätze zu diesen Problemen. Ich vermute wirklich, dass das ein Vorbote der Zukunft ist. Klimawandel wird all unsere Erwartungen auf den Kopf stellen, ja? Ich würde sagen, mit diesem Push, den ihr alle erwähnt habt, zurück zur Normalität zu geraten, müssen wir also den Druck aufrechterhalten. Wir müssen die Praktiken und Erfahrungen
von Trans- und Non-Binary-Menschen und jungen Menschen in der ganzen Welt nutzen. Venezuela, Chiapas, Jackson, Zimbabwe, an solchen Orten. An Jim Jordan müssen wir denken, wir sind nicht machtlos. Man braucht uns, trotz dieser ganzen Gräueltaten von Staaten und Regierungen, das können wir nicht kontrollieren, aber wir können sie vielleicht nicht kontrollieren, wir können sie aber verpatzen. Das können wir. Wir können sie versauen. Also, vielen Dank für diese Kommentare. Das gefällt mir sehr gut. Ja, wir können das nicht kontrollieren, aber wir können es verderben oder verpatzen. Das gefällt mir gut, dieses Zitat. Und hoffentlich verpatzen wir nicht alles. Also vielen Dank nochmal an alle Podiumsteilnehmer für dieses interessante Gespräch heute. Es hat mir wirklich gefallen. Es war mir eine Freude und hoffentlich hat es euch auch gefallen. Und alle hier, die zuhören, hoffentlich hat es denen auch gefallen, also so gut wie mir. Ich möchte allen bei diesem Gathering jetzt eine tolle Zeit wünschen, die nächsten 3 Tage. Und bleibt gesund und auch eure Familie. Es ist wirklich ein hartes Jahr gewesen für ganz viele Menschen. Ich hoffe, dass Gespräche dieser Art euch ein bisschen Hoffnung geben. Das tun sie auf jeden Fall für mich. Und hoffentlich werdet ihr inspiriert, hier in Aktion zu treten, zu handeln hier. Für eine Just Recovery, für ein gerechtes Ende zur Corona-Krise. Also vielen herzlichen Dank und noch viel Spaß. Just Recovery Gathering.